Also, Start. Der Künstler selbst völlig vernetzt in seinem System. Das ist sicherlich mehr als nur eine autistische Spielerei von dir, sondern du willst uns damit auch was sagen. Also man kann sich umgucken und kann eine ganze Menge Assoziationen finden, aber erstmal der Künstler nicht halt, was ich jemand, der sich aus dem Werk rauszieht, sondern der Künstler steht mittendrin und jetzt in diesem Falle sogar verschlaucht, verdrahtet mit seinem eigenen Werk. Verschlaucht durch determinierte Informationsleitungen. Also wie man es oft ja auch irgendwie, also was die neuere Neurowissenschaft ja oft beschreibt, was ja auch bis hinein in die Rechtsprechung wirkt, dass zum Beispiel also eben diese Verantwortlichkeit des Menschen vielleicht gar nicht gegeben ist, weil der menschliche Bioapparat, diese Steuerzentrale eben erstmal über Generationen hinweg, aber dann auch während des persönlichen Lebens eben mit Determination funktioniert. Hier in dieser Arbeit sieht man ganz gut, dass auch das Werk und der Prozess eigentlich sehr dicht beieinander sind oder vielleicht sogar sich so weit überlagern, dass sie das Gleiche sind. Also man sieht bei dir, dass du die Prozesse, die Werkprozesse offenlegst. Man kann die Installation eigentlich auch abschreiten und dann quasi wie einen visuellen Text lesen. Mhm. Also das heißt, im Abschreiten, in der Bewegung des Betrachters im Bildzusammenhang erlebt er sich selber ja hoffentlich auch als etwas Bewegtes. Also ich meine, er rekapituliert dann eben anders als vor exemplarischen Flächen den Prozess, der jetzt irgendwie zu dieser Installation geführt haben könnte. Deswegen sind ja auch die Werkzeuge zum Beispiel integrativer Bestandteil der Installation. Also wenn man sieht, an manchen Stellen sind halt die Wischmops und Akkubohrerpinsel und Klobürsten quasi in den Werkansatz integriert, damit man eben sich die Handlung auch irgendwie noch besser vorstellen kann. Also wenn man sich die Strumpfhose anguckt, die ist ja eigentlich sehr abstrakt behandelt. Mhm. Das finde ich immer interessant. Also das ist halt das, was mich daran interessiert. Also diese seltsame Sublimationstätigkeit, die schon seit Generationen in der Kunst abläuft, also dass man eben junggesellenmäßig, also wir kennen ja alle diese Thematik oder hoffe ich mal irgendwie der Junggesellenmaschinen oder so, also dass eben in der männlichen Fantasie sozusagen halt Alltagsgegenstände in eine abstrakte Ordnung geraten. So, das interessiert mich. Also das interessiert mich nicht nur von außen, obwohl ich dazu schon auch eine Distanz habe, weil ich natürlich kunstgeschichtlich einigermaßen informiert bin, würde ich mal sagen. Aber es interessiert mich eben auch als Prozess und als Vorschlag, wie man eigentlich lebt, also wie virtuell man eigentlich lebt. Also mich irritiert das dann teilweise. Und ich versuche mich selber zu irritieren, nachdem ich sowieso schon irritiert bin. Also ich bin als Künstlertyp, fange ich bei der Irritation an, Kunst zu machen vielleicht, wäre jetzt mal meine These. Und dann steigere ich aber auch den Prozess der Irritation für mich selber. Für mich ist das, ich bleibe dadurch einigermaßen wach. Kann man deine Werke eigentlich auch lesen als den Spiegel deiner eigenen Innenwelt? Ich bin total hohl. Also ich glaube nicht an die menschliche Innenwelt. Kann ich gar nicht mehr. Also ich meine, das ist ja alles, wie gesagt, das ist ja das Paradox. Wir sind hier in einem Innenraum,
sollen dann auch noch unsere Innenwelt in diesem Innenraum mit uns rumtragen und das irgendwie in Korrelation bringen. Und trotzdem ist ja alles außen. Also wie soll das funktionieren? Der Humor und die Ironie, das resultiert ja aus einer Haltung, die man, aus einer Haltung, die man seinem Werkansatz gegenüber hat oder nicht. Also entweder ist man ein Künstlertyp, der eben sich versucht, in der Ironie auch quasi zu retten irgendwie, oder man ist eben ein Künstlertyp, der die ganze Zeit irgendwelche ganz großen Ansprüche mit sich rumschleppt an die Kunst und an die Welt und so. Also der halt versucht jetzt irgendwie zum Beispiel in der Kunst die gute Proportion zu finden. Schon durch den Akt, dass ich ja das Erbe des White Cube sozusagen sowieso wegarbeite. Hm. Also White Cube ist eine tolle Erfindung, also nach wie vor. Es gibt auch Kunstwerke, die nur im White Cube funktionieren, also die diese Quasi-Religiosität des White Cube auch brauchen, um überhaupt irgendwie ihren Fetischcharakter heutzutage als Ware behaupten zu können. Und es ist aber auch ein Syndrom. Also ich finde, White Cube ist auch, wenn ich in White Cube komme, wo alles weiß ist, dann sehe ich zum Beispiel immer die Fusseln in meinen Augen. Also das heißt, ich erlebe mich als verschmutzt in dieser ganzen weißen Pracht. Hm. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich finde immer schön, wenn die Sachen lebendig bleiben, also wenn sie sich zwar, um die Lesbarkeit, was ich schon mal gesagt habe, zu steigern, auch an Stellen fixieren, also wenn es so Momentaufnahmen gibt, aber eigentlich finde ich zum Beispiel immer den Moment, die Ausstellung fängt an, es gibt die Eröffnung und danach hängt das wie so ein Schinken ab. Also dann kommen natürlich noch Leute, mit denen kann man sich darüber unterhalten und so, aber eigentlich finde ich das, was Fluxus dann gemacht hat, also dass man auch weiterarbeitet oder eben Apparate installiert, die dann auch angeschmissen werden können. Also das ist ja ist ja schon fast dämlich aus Fluxus, so ein Apparat zu machen, also wo dann tatsächlich was fließt. Ne? Haben Künstler noch gesellschaftliche Relevanz oder sind sie eigentlich im Prinzip zu so einem schönen, schicken Schnörkel irgendwie so? Ja, Lifestyle. So ein Lifestyle-Schnörkel geworden. Ja. Naja, die Fragen nach gesellschaftlichen Alternativen haben ja erstmal einen Bankrott erlitten. Insofern weiß ich auch nicht, ich meine, man kann jetzt natürlich immer noch mit einem Omnibus für direkte Demokratie durch Deutschland fahren, was ich auch gut finde, und halt den erweiterten Kunstbegriff von Josef Beuys hochhalten. Ist vielleicht gut, dass sie das weitermachen, ja, aber ich denke mal, da müssen wir mal erstmal abwarten, ob da von der Kunst noch was zu erwarten ist. Also ich will da auch nicht schwarz sehen, ich sehe ja sowieso alles eher bunt. Aber man muss da schon ein bisschen abwarten erstmal. Es liegt für mich nicht auf der Hand. Man ist eben am Leben so lange, bis man stirbt. So. Und in der Zeit kann man einige Lust und Unlust erleben und kann produktiv sein und kann auch mal Stille halten. Zuschauen, entspannen, nachdenken. Aber es ist halt ein Prozess. So, das ist mir schon wichtig.